Hallo, heute geht's weiter mit den Lovecraft'schen Spielen nach dem vergangenen durch Gebore oder Gesäge im Nebenzimmer leider unterbrochenen Blick in das Spiel Eldritch habe ich hier nun Euclidean, das ich mir auch mal geholt habe. Das kann man in VR spielen, aber habe ich nicht, also muss ich das normal spielen. So, also bewegen kann ich mich hier nicht, ich kann nur rumgucken. Und diese Sachen auswählen, zum Beispiel hier das. Okay, oder Stage Select. Muss ich nach unten gehen oder was? Wie kann ich denn jetzt... Wie kann ich hier was auswählen? Verdammte Axt! Also mit dem geht das nicht. Mit dem gucke ich weg. Ich kann Clear Progress machen. Das macht nix. Soll ich oben anfangen? Soll ich unten anfangen? Das hier ist dick, dick. Also da... Das geht wieder zu. Hier kann ich nichts mitmachen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier was mache. Ah! Vielleicht wenn ich mit. Vielleicht kann ich mit der Maus. Hier kann man quitten. Hier kann man gar nichts machen. Hier kann man was selecten, aber geht gerade nicht. Machen wir mal ein bisschen leichter hier. Ach so, es fängt bei hart an. Toll. Warum kann ich hier nichts machen? Ah! Sie können zu Achievements, das geht. Ich gucke jetzt hier schon 4 Minuten, wie das geht und es geht nicht. Ich mache mal eben Pause und dann gucke ich mal im Internet, wie das geht, wenn das geht. Und dann schauen wir mal, ob das nicht geht. Oh! Ich glaube, es geht weiter. Man muss da in den Mond gucken. Okay. In den Mond gucken. Okay. Avoid. Okay. Wow. Schon tot?
avoid everything. Motherfucker. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Hm. Ich muss nochmal von vorne anfangen, super. Ach so, damit kann man phasen. Wie kann ich denn durch Sachen durchphasen? Achievement unlocked, I can almost reach it. War das jetzt erfolgreich oder bin ich wieder tot? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich soll alles avoiden. Fuck. Okay, also die Steine, durch die kann man nicht durchphasen. Gut zu wissen. Ah, danke, dass du mir das jetzt sagst. Vielen Dank, liebes Spiel. Oh ja.
Okay, Reaper's Puppet. Super. Also das geht auch nicht. Ich muss wahrscheinlich dann auf einen von diesen Türmen landen. Okay. Versuchen wir das. Ist nicht, dass man hier wirklich viel sieht gerade. Möchte ich mal hinbeifügen. Und das ist zwar sehr Lovecraftisch hier. Die Atmosphäre ist gut eingefangen. Das Problem ist nur, wir haben nicht wirklich eine Verbindung zur Realität. Das ist ja immer das Gruselige, ist ja immer, wenn man halt in der Realität ist und die wird dann aufgebrochen durch so diese kosmischen Horrorgeschichten. Und das haben wir hier gar nicht. Also wir haben kein Innsmouth, wo wir uns im Hotelzimmer verstecken und Cracker essen. Beispielsweise. Dahin. Ah, cool. Ich glaube, ich habe den Level geschafft. Cool. Wow. Wow. Ich glaube, das zweite Kapitel können wir dann das nächste Mal anfangen. Dann haben wir heute auch gelungenen Abschluss. Weil, ja, jetzt wissen wir, worum es einigermaßen geht. Man muss hier durch die Level fallen und den Viechern ausweichen. Das Ganze guckt sich ein bisschen wie diese komische Zusatzdimension in From Beyond. Also hat schon was. Aber ist vielleicht eindrucksvoller in VR. Gut, dann bis zum nächsten Mal.